Die neue Woche startet noch leicht wechselhaft. Am Montag halten sich in der Südosthälfte dichtere Wolken, die besonders von Bayern bis zur Lausitz immer mal wieder Regen bringen. Regional sind auch Gewitter eingelagert, sodass es dann kräftig schütten kann. Nach Nordwesten hin teilen sich Sonne und Wolken den Himmel, hier und da bilden sich Schauer, örtlich sind auch Blitz und Donner mit von der Partie. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad am Alpenrand bis 21 Grad in Berlin. Am Dienstag bleibt es von den östlichen Mittelgebirgen bis zu den Alpen stärker bewölkt, dabei kann es in Südostbayern bei 12 bis 15 Grad noch länger regnen. Im Rest des Landes lacht meist die Sonne, nur entlang der Ostseeküste ziehen Wolkenfelder vorüber, dort ist es bei Seewind mit Werten um 10 Grad am kühlsten, sonst liegen die Höchstwerte meist um 20 Grad. An den Folgetagen erwartet uns ein erstes Gastspiel des Frühsommers, bei viel Sonnenschein geht es auf 20 bis 25 Grad rauf. Im Westen kann sogar die 30 Grad Marke angekratzt werden.